Moin Leute, den großen Stern könnt ihr jetzt ganz leicht nachbauen. Ich zeige euch genau jetzt in dem Video, wie es geht. Er ist über 1,70 Meter, ich glaube knapp 1,80 Meter. Bleibt dran, guckt zu und so geht's. Als allererstes brauchen wir natürlich unsere Holzböcke, das ist das Wichtigste. Wir brauchen eine Lichterkette noch, ein paar Winkel, Schrauben und Akkuschrauber. Als erstes nehmen wir einmal unsere Holzböcke, klappen die vernünftig auf und stellen uns die einmal alle parat. Gut, unsere 5 Stück stehen jetzt vernünftig. Jetzt legen wir sie einfach erstmal provisorisch als Stern zusammen. So in etwa haben wir jetzt unsere Sternformen und die probieren wir jetzt auch einmal direkt zusammenzuschrauben. Dafür brauchen wir jetzt unsere schönen Winkel. Einfach festschrauben, ihr wisst, wie es geht. Wenn ihr Aggressionsprobleme habt, macht es zu zweit. Jetzt fummeln wir da noch einmal eben die Lichterkette rum und dann gucken wir, wie es im Dunkeln aussieht. Als Lichterkette habe ich eine ganz normale genommen mit 18 Meter, 240 LEDs und Solar. Wir machen es mit Kabelbindern. So, in der Zeit, wo es jetzt langsam dunkel wird, könnt ihr mich natürlich unterstützen. Einfach Daumen da lassen, Abo auf jeden Fall da lassen, das vergessen leider immer alle. Und ich habe auch schon einen schönen Platz für den Stern gefunden. Da oben kommt er hin und wenn es dann nachher schön dämmert, gucken wir uns den ganzen Spaß an. Ich verlinke euch alle Werkzeuge und alles, was ich gebraucht habe, unten drin. Die Böcke holt euch aus dem Baumarkt, weil sind bei Amazon einfach viel zu teuer. Und von daher sehen wir uns gleich wieder in der Dunkelheit. Es ist endlich dunkel und der Stern erleuchtet. Na, was sagt ihr? Findet ihr auch gut? Ich finde es geil. Das Ding ist jetzt über 1,70 Meter groß geworden. Ihr habt gesehen, wie schnell ihr den nachbauen konntet. Ich habe jetzt ungefähr 60 Euro ausgegeben. Ich verlinke euch unten alles in der Videobeschreibung an Materialien, was ich benutzt habe. Wie eben schon gesagt, die Böcke holt euch die aus dem Baumarkt. Das sind sie am günstigsten. Und die LEDs und so, die könnt ihr ganz normal bei Amazon bestellen und die Winkel. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst immer noch einen Daumen nach oben da, weil ihr macht es zu wenig. Lasst ein Abo da. Wir wollen dieses Jahr noch die 1000 knacken. Wird jetzt ein bisschen knapp im Dezember fast, aber schaffen wir auf jeden Fall. Und von daher, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht euren Scheiß allein.